Hallo zusammen und willkommen zu einer kleinen Runde Slay the Spire, was ich jetzt einfach mal so eingeschoben habe zwischendurch. Ja, einfach mal so eine ganz normale, so ein normaler Standard ran, sage ich jetzt mal. Habe ich jetzt schon seit Ewigkeit nicht mehr gezockt, also genau genommen weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt schon mal mit diesem dritten Charakter, den sie dann irgendwann hinzugefügt haben, wirklich gezockt. Ich denke, den habe ich mal ganz kurz anprobiert nur. Aber ich wollte jetzt erstmal Silent spielen, das war auf jeden Fall der Charakter, mit dem ich mich so ein bisschen zurechtgefunden hatte. Ja, von daher schauen wir uns das einfach mal an. Random Boss Relic ist durchaus interessant. Drei Potions. Sagt die Karte. Zwei Feuer. Eins, zwei. Also maximal zwei Lagerfeuer. Ja, transformieren wir einfach mal eine Karte so einen normalen Schlag. Escape. Na, ja. Nichts Besonderes, aber immerhin. Wir könnten hier auf diese Elites gehen. Oder zumindest einen davon. Ja, gehen wir mal hier lang. Na, mal schauen.
Da ist gar nicht, was wir eventuell dann noch Neues geaddet haben oder ähnliches. Na gut. Escape Plan. Waren wahrscheinlich fast nur noch Angriffskarten übrig, von daher. Na gut. Null Schaden. Geht doch. Okay, hier müssen wir mal 2 Schaden nehmen. Gut, hier gab es mal nichts zu tun. Ja, also soweit die ersten kämpfen wir hier natürlich im Normalfall noch relativ einfach. Footwork. Footwork ist gut. Terror ist auch nicht ganz schlecht, aber ja, ich weiß noch nicht, wo der Run hier genau hingeht. Ja, nehmen wir erstmal Footwork mit. Das kann doch nicht schaden. Fragezeichen. Einmal noch. Okay, jetzt hätte ich auch aufgehört. Okay. Drei Angriffe in einer Runde müssen wir erstmal hinbekommen. Was bekommen wir dann? 4 Block. Wir könnten jetzt noch möglicherweise auch besser den Strike noch zu spielen. Also um jetzt einen Schaden abzuwehren, dann nehmen wir doch mal lieber die Verbesserung hier mit. Ja, wahrscheinlich hätten wir einfach den Strike noch spielen sollen und dann wäre es gut gewesen. Naja, egal. Ja, wir nehmen auf jeden Fall keinen Schaden, das ist schon mal gut. Okay, er bufft sich nur, er macht dann, denke ich, mehr Schaden, oder wie war das? Ja, 18 ist genug. Deadly Poison, also Gift ist natürlich schon eine Sache, die ich ziemlich gern mitnehme. Dodge and Roll ist natürlich auch ziemlich gut. Mit dieser Sache könnte man vielleicht auf so eine Schiffssache oder so gehen. Deadly Poison. Dodge and Roll. Ja, erstmal Fragezeichen mitnehmen. Wir nehmen hier schon ein bisschen Schaden, muss man dann zugeben. Aber eine Karte entfernen, also wie bei Dominion, ist schon eine sehr gute Sache, die schlechten Anfangskarten loszuwerden. Also wenn wir jetzt vor allen Dingen auf so eine Poison-Sache gehen sollten, dann natürlich die normalen Strikes, die sind da natürlich dann wirklich. Achso. Und lassen wir ihn mal noch seine Rüstung hier verlieren. Okay. So, der ist weg. Und der hinten macht nichts. Können wir auch einfach auf Ende drücken. Also manche spielen auch zwangsläufig immer alle Karten aus, die sie dann sozusagen auf der Hand haben. Aber ich meine, ich sag mal, wenn wir genügend Block haben und 0 Schaden nehmen und uns keinen Buff oder so mehr geben können, also dann ist auch irgendwann mal gut. Ja, also ich meine, Reflex finde ich jetzt schon ziemlich schlecht. Also wenn man schon eine Karte ablegen muss, also dann zieh eine random Karte dafür, von der wir ja gar nicht wissen, was es dann für eine ist. Also, nee. Ich glaube, wenn man es upgradet, zieht man wahrscheinlich 2 Karten, aber naja. Valet Plans ist allerdings ziemlich gut. So. Jetzt ist die Frage, ich würde jetzt nicht unbedingt
sofort hier rüber gehen wollen. Wir würden gern was upgraden. Müssten wir eigentlich hinkriegen. Wir graden mal ab. Footwork ist dann natürlich sehr gut. Deadly Poison ist natürlich sehr gut für unsere Giftsache. Also Valid Plans lässt ja auch immer schön so ein paar Kombinationen dann besser machen, weil man halt die Wahrscheinlichkeit hat, dass man die zwei Karten, die man dann in derselben Hand braucht, dann eben auch irgendwann mal hat. Ich denke, Footwork ist jetzt erstmal noch ein bisschen... Also geht genauso gut mit Poison natürlich. Und falls sich's doch nicht ergibt, kann man dann damit auch noch irgendwas anderes machen. Von daher ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, haben wir doch schon genügend Block. Wir hauen erstmal den ersten weg, weil der... Und, also ich glaube, es macht eigentlich fast so gut wie immer Sinn, sich mit Valid Plans sozusagen eine Waffe aufzuheben. Eine Karte aufzuheben. Weil selbst wenn es eine schlechte Karte ist, die ich mir für die nächste Hand aufhebe, die Karte mische ich ja nicht, dann nicht mehr in diesen Stapel ein, wenn neu gezogen wird. Das heißt, die schlechte Karte habe ich jetzt schon auf der Hand. Ich verschwende also sozusagen kein Ziehen einer Karte, um nochmal diese schlechte Karte zu ziehen. Wobei, momentan haben wir ja eigentlich fast nur schlechte Karten, von daher ist eh wurscht, aber... So, vielleicht haben wir ja eine Chance. Beide zu besiegen, das klappt nicht. Muss es auch nicht. Weil wir haben ja auf jeden Fall hier genügend Verteidigung. Okay, jetzt wollten wir lieber noch eine Angriffskarte haben, genau. Zack, zack, heben wir uns halt mal den Survivor auf. Da hatten wir aber nicht mehr brauchen, also hier drehe ich jetzt auch einfach Ende und dann ist gut. Das Gift besiegt ihn jetzt erst. Ah, also ein Dagger-Spayer, so ist manchmal gut. Natürlich dann vor allen Dingen, denke ich jetzt mal so, an den dritten Akt, wo dann diese ganzen Gegner sind, die einen selber schaden, wenn man sie angreift, dann ist er natürlich nicht mehr so toll. Von daher nehmen wir wahrscheinlich nochmal so ein Deadly Poison mit. Wer bist du denn? Caltrops ist auch nicht ganz schlecht. Leg Sweep ist sehr gut. Bane ist okay für Poison. Ist nicht das Beste der Welt, aber eh. Karte entfernen ist auch sehr gut. Leg Sweep habe ich schon ziemlich gern. Ich will mal einen Leg Sweep nehmen. Und wir könnten wahrscheinlich so langsam mal einen normalen Defend entfernen. Oder lieber noch einen Strike. Ja, machen wir es mal so rum. Aber wie schon gesagt, Karten entfernen aus meiner Sicht trotzdem sehr starker Move. Anker, ja. Häufig buffen sich die Gegner im ersten Zug, von daher. Das hätte mal on sale sein können hier. Footwork hätte man auch noch gerne eins genommen. Na gut. Und jetzt wäre eigentlich meine Idee hier gewesen, hier jetzt zu resten. Hängt natürlich so ein bisschen davon ab. Den hätte er natürlich auch schon gern geupgradet. Obwohl, ist ja so viel extrem besser ist es dann auch wieder nicht, aber macht schon einen kleinen Unterschied. Aber wir wollen auf jeden Fall mal den Elite angehen und, also wissen wir jetzt ja logischerweise, und vielleicht in der vielleichtigen Vielleichtigkeit, achso, wir starten ja sowieso mit
nächsten Runde werden zwei angreifen. Wir heben uns also mal einen Defend auf. Was brauchen wir? Wir brauchen 18 Block. Also die zwei schaffen es allein. Das heißt, wir können ihm schon mal seinen Artefakt quasi abluchsen. Spielen das, greifen weiter den an und können uns nochmal einen Defend aufheben. So. Ja, Leg Sweep garantiert eigentlich unsere Sache hier. Man könnte jetzt einen Schaden nehmen. Obwohl er applied auch zwei Weak. Ja, das gefällt mir vielleicht auch. Somit müssen wir uns im nächsten Zug dann nochmal nicht um den Schaden kümmern. Wir haben wieder genügend Block, das heißt auch sein Artefaktstatus kommt weg. Wir können den nochmal normal angreifen. Behalten weiterhin unser einen Defend. Sehr gut. Okay. So, selbst hier heben wir uns jetzt, wie schon gesagt, halt den Strike auf. Und nehmen halt null Schaden. Also, wie schon gesagt, der Kampf wird dann ja über die Dauer auch nicht wesentlich schwerer. Hier heben wir uns natürlich nichts auf, soll alles aufgelöst werden. Müssen wir doch einen Schaden nehmen, na gut. Nochmal ein Schaden. Na gut, wir haben jetzt halt schon relativ viel von diesen Days hier bekommen. Aber ich denke, früher, was sie da eingegeben haben, das war noch schlimmer mal in der früheren Variante. Wir applyen mal Weak auf dem anderen. Aber jetzt sind es ja nicht mehr so viele. Also der eine ist auf jeden Fall schon tot. Jetzt sollten auch nicht mehr so viele Days reinkommen. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Sicherlich der längste Kampf aller Zeiten hier. Okay, das war's. Das ist okay. Ist natürlich alles so ein bisschen counterintuitiv mit diesen Sachen, aber gut, grundlegend möglich. Nehmen wir mal einen Dagger Pro mit. Golden Idol gibt dein, denke ich, mehr Geld nach Kämpfen. Injury, einfach nur unplayable und sonst gar nichts. Das war der, der einen nach und nach hier die Sache rausprügelt. Thank you.
Behalten wir mal den Survivor hier. Also er hat er sofort angegriffen. Das wäre wohl genügend Long. Aber wir könnten auch dieses machen. Den Survivor spielen. Also einen Schaden interessiert mich jetzt nicht. Und wir behalten uns mal den Leg Sweep für die nächste Hand. Ist vielleicht besser. Ist wahrscheinlich besser Schaden zu machen, weil er uns, denke ich, debufft mit jeder Runde dann. Aber durch das Poison sollte das hier klappen. Genügend Block, noch mehr Poison, okay. Ja, das war's. Ja, besiegt. Drücken wir einfach auf Ende und behalten uns mal die Verletzungen hier in der Hand. Das ist doch okay. Expertise. Draw up to 6. Hm. Leg Sweep. Jetzt, wenn ich noch wüsste, welcher Boss das war. War das der mit dem Schaden, der immer danach scaled, wie viel Lebensenergie man noch hat? Hm. Egal, also da werden wir jetzt auf jeden Fall nicht resten. Ich meine, da ist der Akt 1 Boss. Also wenn wir das nicht schaffen, dann können wir uns auch gleich einsaugen lassen. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Mehr Poison, das ist wichtig. Nein, das ist nicht der, das ist der Mode Shift Boy. Footwork eingezogen. Was haben wir eigentlich für Potions? Discard. Also allerdings schwach. 3 Weak. Na gut, das kann man mal machen. Wir müssten 11 Schaden noch machen. Hier hatten wir 12 und dann noch Gift. Das reicht leider nicht. Aber wir können Weak verleihen. Ja, ich würde mal sagen, das war noch ganz gut. Das mit dem Weak hat halt sowieso so ein bisschen was. Ja gut, er wird sich jetzt sowieso in seine Form switchen. Ja. Also heben wir uns den Leg Sweep mal auf. Wir müssen auch daran denken, dass wir immer diese 6 Abwerbe auf jeden Fall immer bekommen, wenn wir nichts machen sollten. Also jetzt gibt es zum Beispiel keine Gefahr eigentlich. Aber gut, wenn wir so viel abwerben, dann können wir natürlich genauso gut auch einmal angreifen. Gift ist natürlich auch immer gut. Genau, mehr Gift. Und mehr Weak. Das wollen wir natürlich auch. Wir könnten jetzt den Leg Sweep spielen. Aber warum wollen wir das tun? Nö, den nehmen wir uns lieber mal auf. Wie schon gesagt, die 6 Block bekommen wir automatisch. Und
meine, in ein paar Runden ist er sowieso zwangsläufig mit ihm vorbei. Aufgrund des Gifts. Und noch einen Strike. Und das war's. Kein Problem. Envenom. Bullet Time. Ja. Phantasma Killer. Envenom ist halt, naja, nicht so unbedingt das Standard-Gift-Sache, die man so nimmt. Wir nehmen mal Bullet Time. Das ist relativ allgemein nützlich. Was ist das? You can no longer rest. Also das ist zum Beispiel was Neues, kenne ich nicht. Klingt nicht so gut. Kommt kein Gold mehr, ist auch nicht ganz so schön. So mal wir jetzt ja haben, dass wir extra mehr Geld bekommen. Man kann keine Tränke mehr haben. Ich denke, wir nehmen mal das so. Also wir hätten sowieso eins genommen und mehr Energie ist auf jeden Fall gut. So, wo geht's denn hier Schönes hin? Das ist nur ein gerader Weg. Mit einem einzigen Camp hier. Das gibt's auf jeden Fall nicht. Ein Camp, zwei Camp, drei Camp. Eins, zwei, Triple Camp. Eins, zwei, drei. Also die Route haben wir genommen. Hier oder hier ist jetzt egal. Ah, nehmen wir, gehen wir über die ganzen Fragezeichen hier. Ja, ja, ja. Fragezeichen sind immer gut. Also immer. Okay, Karten können wir ziehen, können wir sowieso nichts. Also machen wir das doch so. Hast wenig Energie. Achso, wir haben noch kein Dings hier zum Aufheben. Na, ist ja auch egal. Ach stimmt, das andere macht ja auch noch Weak obendrauf. Der ist schon mal hin. Wir können sowieso, also er ist auf jeden Fall besiegt. Wir können Footwork und zum Beispiel dann ihn weaken. Wenn wir ihn weaken, halbieren wir, denke ich, den Schaden direkt. Also wir können sogar noch mehr machen. Wir können sogar obendrein noch angreifen. Beziehungsweise, weil es noch mehr Schaden macht, im Prinzip den noch nehmen hier. Genau. Zwei normale Blocks reichen aus. Also gegen die hier ist immer dieses, na wie heißt es wohl mal? So heben wir uns den Survivor mal auf. Dieses
Skull Drops, wo man sozusagen immer Gegenschaden macht, wenn man angegriffen wird. Wenn der natürlich 5 mal angreifen, sind sie natürlich praktisch sofort besiegt. So, den Survivor heben wir uns nach wie vor auf. Ah, jetzt haben wir schon mal schön hier Weak auf den ewig mal gemacht. Und, ja, brauchen wir nicht noch mehr. Gut, das war es jetzt hier gewesen. Sind wir schon mal froh, dass wir den ersten Kampf ohne Schaden genommen haben. Ach so, ein zusätzliches. Ah, ich dachte, man jetzt sozusagen 4 Karten. Nein. Das ist mal einmalig hin und wieder mal gut. Irgendwann brauchen wir auch mehr Defense-Sachen, aber Katalysator ist natürlich sehr gut. Das spielt auch keine Rolle, wir werden es auch jetzt gleich benutzen, auf jeden Fall. Weil der müsste damit allein wahrscheinlich schon raus sein. Fünf Blocks, sonst wird man wie viel bekommen? 6. Wenn ich nichts spiele. Wir haben keine erhöhte Sache, ja. Dann nehmen wir doch den Survivor. Nehmen halt einen Schaden, okay. Das ist nicht so schlimm. Jetzt kommt endlich unser Footwork. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt können wir nicht tatsächlich Schaden an ihm hier noch machen. Ihr könnt zumindest versuchen. Ja, es klappt. Jo! Hin und wieder wird ein ja doch mal alles bauen im Flash, keine Frage. Ein weiterer Lex wie Backstep ist aber auch wirklich gut. Also auch wenn wir jetzt mehr Poison-Sache machen, also Backstep ist schon ziemlich gut. Lex Sweep ist allerdings. Es ist Lex Sweep. Und die Fragezeichen, get jaxed. Was können wir hier eintauschen? Ach ja, bekommt man es. Also kann man sich sozusagen für immer die erste Runde einimpfen lassen? Aha. Transformiere 2 Karten. Auch nicht ganz schlecht. Können wir ein paar Strikes transformieren. Ich meine, wie schon gesagt, wir sind jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass wir extrem viel Stärke brauchen. Aber das ist halt zumindest etwas, was einen Bonus ohne jeglichen Nachteil, soweit ich das sehen kann, gibt. Und transformieren ist halt auch relativ random. Wir müssen halt höchstens nochmal ins Deck reinschauen. Wir haben noch 3 normale Strikes.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir Injury transformieren können. Beziehungsweise wäre jetzt die Frage möglich, bekommt man dann wieder eine. Was ist das jetzt hier überhaupt? Curse. Ja, also Injury ist ja jetzt nicht wirklich schlimm, aber. Aber wir machen es trotzdem mal, oder? Concentrate is. Yeah. Outmaneuver ist okay, Concentrate is. Aber es ist zumindest mal eine. Was ist dann, hier? Rare Card. Gibt doch mal irgendwie diese komischen Spirits, wo man was ins Feuer werfen kann. Und wenn man irgendwo so eine billige Anfangskarte gibt, dann kriegt man ja nichts. Vielleicht bekommt man da ja irgendwas. Aber. Bitte Burst? Nein. Ja, noch eine Bouncing Blast. Okay, das war jetzt natürlich auch Glück, aber die nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, nicht mein Lieblingskampf auf der Welt, aber na gut. Und wir. Hier ist mal der Anker mal nicht ganz schlecht. Ja, die zwei Schaden nehmen wir, denke ich mal, und gut aufheben können wir uns jetzt nicht. Na egal. Sonst früher war ich eigentlich immer zuerst auf den Heiler gegangen, aber irgendwie hat sich das irgendwie mal so ein bisschen herausgestellt. Eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man zuerst diesen Kerl hier angreift. So rum machen. Wenn wir noch mal einen Schaden nehmen, das ist okay. Ja, sehr gern. Nehmen wir noch mal ein bisschen Schaden, aber wir können Bullet Time aufheben, was natürlich grundlegend recht gut ist. Brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ich gebe mal auf jeden Fall Bullet Time nochmal auf hier. Der ist sowieso schon weg. Geben wir uns nochmal Bullet Time auf. Sieht aber schon mal sehr gut aus. Na gut. Ja, so langsam scheint unsere Giftsache doch zu funktionieren. Block Potion. Also auf jeden Fall wesentlich besser als das Ding. Poison Step ist nicht unbedingt mein Favorit, aber macht natürlich sofort relativ viel Schaden.
Ein upgradetes Flying Knee. Also das ist natürlich schon wesentlich besser als ein normaler Strike. Caltrops hat man schon erwähnt. Auch nicht schlecht, geht mit Poison Defense natürlich auch zusammen. Aber ein upgradetes Flying Knee. Das nehmen wir doch einmal mit und ja. Triple Camp wurde ja bereits auserkoren. Habe ich nicht gerade eben ein upgradetes Flying Knee genommen? Ach so, darum kann ich es nicht upgraden. Ah, ich bin jetzt im Upgrade und nicht im normalen Kartendeck. Klar. Katalysator natürlich. Bullet Time kostet nur noch 2, was ja, relativ egal ist. Also klar, man kann vorher noch was anderes, aber da wir ja sowieso schon ein zusätzliches Energie sowieso jede Runde haben. Das ist, denke ich, erstmal wichtiger. Jetzt bräuchte man natürlich noch dieses Relic, das bei jedem Mal Gift hinzufügen, ein zusätzliches hinzufügen. Dann ist natürlich die Bouncing Flask, wenn man sie upgradet, besonders gut. Ja, nehmen wir doch erstmal das mit und dann vielleicht am Ende noch den Katalysator. Das wäre natürlich noch toll. Discard Free Cards. Also muss man erstmal eine Riesenhand gezogen haben und ich meine, so wenig Karten hat man jetzt ja in so einer Stadt und Hand nicht, damit man danach auch noch was mit damit machen kann. Also in dem Fall geht es sich gerade mal aus, weil ich will mir nochmal die Week hier auf jeden Fall applyen. Das macht, denke ich, schon mal Sinn. Valiant Lands macht auf jeden Fall auch Sinn. Wir haben Footwork. Er macht 13 Schaden. Achso, ich habe die Potion weggeschmissen und dann die Block Potion nicht mitgenommen, oder wie? Ja. Na toll. Ja, hier brauchen wir auch keinen Bullet Time. Das heben wir uns einfach mal auf. Wir hätten maximal 5 Energie, wenn wir dann alles spielen wollten. Das ist auch mal der Witz, wie viele Skills wir eigentlich haben. Jetzt haben wir natürlich nicht ein einziges, all unsere defensiven Sachen sind alle hier gelandet. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Hätte ich doch noch mal ganz schön Schaden genommen. Und Katalysator war dann hier die letzte Karte. Na gut. Muss auch nicht unbedingt die erste sein, aber 50 Giftschaden haben wir da nicht unbedingt gebraucht. Ein upgradeter Backflip. Wir haben gerade über Defense gesprochen. Und ein Dodge and Roll nehmen wir auch noch mal. Also wir wollen nicht zu viel Zeugs dann mitnehmen, aber Bouncing Flask, die muss stark werden. Die 4 Plated Armor auf dem Anker noch oben drauf. Na gut, vor allen Dingen in der ersten Runde haben wir jetzt schon ganz schöne Sache hier. Durch die Plated Armor werden, weiß ich gar nicht, funktioniert das mit denen dann zusammen? Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal Snake Eyes bekommen. Da wir schon teilweise relativ teure Karten haben, ist das nicht so schlimm.
Flip. Bullet Time. Schaden ging sich genau aus, okay. Wir haben 7 Energie. Also 3 Energie für Wellness Plans, die erscheinen ein bisschen übertrieben. Achso, das hätte ihn jetzt sowieso gewiegt. Naja. Und ja, irgendwie scheint es zusammenzugehen mit denen. Also ist das doch eine sehr gute Kombination. Und das war's. Doch kein Problem. After Image. Das ist so gut zusammen mit Nightmare, dass man selbst gegen den komischen Akt 3 Power Anti-Powers Boss benutzen kann, würde ich mal behaupten. Das muss ich einmal mitnehmen. Ah, vielleicht mal ein Deflect noch, na gut. ...20 Schaden wollen sie machen. Oder weniger. 17 und wir bekommen noch 4 Plate obendrauf. Sollte also funktionieren. Also das. Das. Jetzt brauchen wir einfach noch den Deflect. Und das Out-Manöver, um einfach mal sicherzustellen, dass wir nächste Runde genügend Energie hier haben. Haben wir auf jeden Fall. Aber wir hätten natürlich noch Dodge and Roll spielen können. Geben wir uns das Gift mal auf. Eins, zwei, drei, vier. Hier gibt es jetzt nicht wirklich einen Grund, das Bullet Time aufzuheben. Nimmt zwar noch ein bisschen Schaden, aber nicht mehr viel. Er ist auf jeden Fall schon mal weg. Können wir schon mal ein bisschen Schwäche hier auftragen. Kommt endlich Footwork, hallo? Sehr schön. Ja, auch hier gibt es keinen Grund. Gut, das sieht jetzt eigentlich ziemlich gut aus, ja. So. Ein weiterer Katalysator. Ja, ein upgegradetes Dodge and Roll ist natürlich auch sehr fein. Blur ist natürlich auch sehr fein. Kampf. Zwei Kämpfe, Fragezeichen. Und dann der Champ. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Champ ist sicherlich nicht so unbedingt mein Lieblingsboss dann hier.
Heben uns mal dieses hier auf. Geben uns noch mal den Katalyst auf. Genau, das wollen wir doch. Zack. 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 Game over. Nope. Zweites Wellet Plan. Na gut. Immer um die Wahrscheinlichkeit zu haben, dass wir es nochmal finden. Das ist auch mal eine neue Sache, die ich noch nicht kenne. Upgrade a card. Mhm. Aber ich würde mal sagen, wir removen mal dieses Injury. Und upgrade noch eine random card. Also das ist wirklich relativ gut. Neutralized ist okay. Es sei denn, wir greifen zu Snake Eyes, dann ist natürlich nicht mehr so der Bringer. Das Innate zu machen ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber immer, wie schon gesagt, relativ teilweise teure Karten haben, aber Lex, wie wir auch schon schön. Die anderen Giftsachen sind jetzt alle schon geupgradet. Ja, was ist eigentlich mit Noxious Fumes? Haben wir noch gar nicht gefunden. Ich hätte auch gerne steigere Lex Sweeps, aber da kommt Katalysator, muss es bringen. So, was haben wir hier? Energie. Energie ist gut. 16 Schaden. Ist, wenn wir das spielen, quasi schon mal aus dem Weg, beziehungsweise auch wenn wir das spielen. Halt. Ach so. Da wir Blur haben, sollten wir das andere noch gleich mitspielen. Achso, er bufft sich jetzt sowieso nur. Das wollen wir haben, das wollen wir haben. Das wollen wir machen. Wir heben jetzt erstmal den Lex Sweep auf für den Katalysator. Das ist, denke ich, noch zur Zeit. Da muss ja irgendwas spielen. dem Lex Sweep auf jeden Fall. Nein. So ist es erstmal okay. Sind hier noch Giftkarten drin? Ja. Hebe ich den nicht nochmal auf?
Bullet Time wäre natürlich auch schön. Zum Aufheben. Zumal wir mindestens garantiert schon mal 5 Energie auf der Hand haben. Also ich meine, es gibt auch eine Wahrscheinlichkeit, dass wir das nochmal ziehen, aber... Und mit dem Backflip können wir noch mehr Karten ziehen. Ja. Wir kriegen den Katalysator später nochmal wieder. Ich denke, es bringt uns mehr, wenn wir das auf jeden Fall. Der nächste Zug könnte relativ groß werden. Ja. Haben wir sowieso noch bekommen. Okay. Alles, was wir jetzt natürlich gebraucht hätten, wäre der nächste Katalysator, denn der hier jetzt noch im Draw-Pile steckt. Da haben wir jetzt natürlich den Gift nochmal verdoppelt, bevor wir uns jetzt sozusagen nochmal. Ja, removed der nochmal all seine Debuffs. Wir könnten alle spielen. Ja, das ist bloß nichts. Achso, nein, konnten wir nicht, weil das kostet ja 2. Achso, Moment, der ist jetzt. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Wenn das Gift zuerst applied wird, ist er sowieso tot. Also ist nicht wohl. Ach, darum haben wir kein. Ja, wir können keine. A thousand Cuts, das geht natürlich dann zusammen mit After Image, aber wenn. Es gibt nur ein, was das besser ist als After Image, mehrere davon. Das ist okay. Das habe ich noch nie gesehen. Angriffe, die 0 kosten. Wir haben genau einen Slice, oder? Wenn alle Karten, die 0 kosten würden, etwas machen würden, dann gut. Und hier Heilgegenstände. Lizard Tail ist ziemlich gut. Das wären schon mal 18 Leben, die wir momentan auf jeden Fall zurückbekommen, mindestens. Alles natürlich für den letzten Kampf ja sehr gut, ne? Wir nehmen mal die Feder. Aber besonders viele Relics haben wir diesmal noch gar nicht gewonnen. Das ist der Vogel, das ist der Anti-Powermann, wenn ich mich recht entsinne. So. Na, schauen wir mal hier. Camp, Doppelcamp, Triplecamp. Triplecamp ist gut. Und ohne Elite, wenn wir das drin. Ja. Doppelcamp. Nur Doppelcamp. Eins. Das geht ja nicht. Ne, hier drüben auf jeden Fall. Triplecamp. Ja, gibt's keine Frage. Wird auf jeden Fall so gemacht. Hier gibt es schon mal 30 Schaden. Okay. Haben wir es jetzt, denke ich, ein wenig übertrieben mit der Abwehr, aber gut. Noch mal so an. Das ist äußerst gut. Ja, was ist jetzt hier besser? Die schnelle Sache mit der.
Schaden ist okay. Er würde 16 machen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so gut. Na, mal schauen, was wir hier so rauskriegen noch. Gucken wir uns das halt mal auf. Der eine ist schon mal weg. Der ist weg. Einer will angreifen. Das ist aber eigentlich egal. Also den müssen wir weaken. Was haben wir hier noch drin? Ja, nichts, was so extrem teuer ist. Also macht Bullet Time nicht so viel Sinn. Vielleicht wäre es besser gewesen, Survivor oder so aufzunehmen. Und natürlich sehr praktisch, dass man Footwork nicht als erstes bekommt. Wie könnte es auch anders sein? Das heißt, wir weaken ihn auch mal. Jetzt sind wir bei 20 Schaden, die wir nehmen. Achso, da hätten wir gar kein Problem. Hätten wir kein Problem, wenn wir... Achso, haben wir generell kein Problem. Wir können auch noch Deadly Poison vorher spielen. Und ich behalte doch mal lieber den Leg Sweep. Energie haben wir noch. Wir werden auf jeden Fall Lex Sweep spielen. Und Blur. Weil das gibt uns jetzt hier schon relativ gute Optionen. Natürlich hat jetzt keiner besonders viel Gift. Du hast viel Gift. Du auch. Also er ist in der Runde drauf auf jeden Fall weg. Er blockt gerade eben leider. Nein, nein, ja, ja. Er ist in der Runde drauf auch weg. Haben wir es doch noch irgendwie geschafft. Ein upgradedes Prepare, naja. Ein upgradeter Poison Step könnte ganz okay sein.
Ich meine, Bane ist jetzt auch nicht so schlecht als Upgrade. Aber wir wollen lieber mehr Gefahr. Das ist okay normalerweise. Aber für unsere Fälle werden wir jetzt nicht so viel, wo wir mal was ablegen. Ja, ich meine. Ne, danke. Passt einfach nicht zu unserer Sache hier. Schon mal ein klein wenig Rüstung hier angelegt. Der ist schon mal weg, die werden nur ihre Fawns hochbringen. Katalysator, also egal, wenn noch keiner vergiftet ist. Alles weg, brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen Gift. Wir brauchen Gift. Also, der Entscheidende ist halt hier wirklich. Dass wir die jetzt praktisch eigentlich nie angreifen, sondern halt immer nur unsere Giftsache hier voranbringen. Und dann kann uns eigentlich auch nichts passieren. Den heben wir mal auf, dass es passiert. Und da die ja nie anfangen mehr Schaden zu machen. Also klar gibt es natürlich gewisse Sachen, wenn man halt nur physische Angriffe hat, dann wird es natürlich unter Umständen etwas schwieriger, aber. Ja, mit diesem Deck hier kann uns ja wirklich nichts passieren. Wie gesagt, wir haben leider keines der besonders guten Boss-Relics für Gift bis jetzt bekommen. Weder das, was bei jedem Mal anwenden noch mehr Gift zusätzlich applied, noch das, dass das Gift von Gestorbenen auf andere übergeht. Predator. Distraction plus ist okay. Escape Lamp plus. Wir sind sehr skill-lastig. Das auch hier auch. Upgradetes Footworker nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Natürlich wieder ein Kampf. Ah, den mögen wir natürlich gar nicht, den hier drüben. Ja. Ziehen wir mal ein Kärtchen. Tun wir schon mal ein bisschen an seiner Sache hier arbeiten. Okay. Also das ist halt wirklich dann schon wichtig, dass wir versucht, den hier gleich mit diesem Gift hier fortzukriegen. Wo irgendetwas Furchtbares passiert. Ja, wir haben jetzt schon After Match drin, also ist es denke ich auf jeden Fall besser, wenn wir das so machen. Jetzt spielen wir sogar das, weil wir können sowieso nichts aufheben. Ja, Orbi ist schon mal weg. Bevor er jetzt hier seinen großen Ich hau dir aufs Maul Ding macht. Hätten wir eigentlich auch spielen können, ist egal.
heben wir uns das halt nochmal auf. Ja, die meisten unserer Giftsachen haben wir jetzt natürlich schon auf diesem Typ da vorne gemacht. Ja. Bringen wir lieber die Dinger weg. Der ist noch nicht vergiftet und der andere war sowieso schon besiegt. Also von daher machen wir ihn noch ein bisschen schwach und geben uns mehr Energie für die nächste Runde, die wir wahrscheinlich eh nicht brauchen werden. Lassen wir noch ein bisschen schwach werden. Ja, 5 Schaden. Hat jetzt immerhin schon 15 Forns angesammelt. Aber das alles spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Wir natürlich einfach diese Kombination hier spielen und halten wahrscheinlich sogar noch den Poison Slap machen können. Naja, egal. Geschafft ist geschafft. Das geht natürlich ohne nachzudenken. Crippling Poison. Crippling Cloud heißt das. Ah, okay. Upgraded, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Da gibt es überhaupt keine Frage. Upgrade a card. Ja, danke, auf jeden Fall. Ja. After Images nach wie vor gut. Ja, upgegradete Katalysatoren haben wir jetzt auf jeden Fall. Was wäre jetzt unbedingt noch gut? Footworks sind auch upgegradet, die beiden, die wir haben. Leg Sweep ist verlockend. Der dritte Katalysator ist, denke ich, zu übertrieben. Normalerweise hätte ich die vielleicht noch gern als Innates. Sie werden dadurch nicht wirklich stärker. Also. Und gegen den Power Boss. Also, ich hatte das mal irgendwie mit hier. Wie heißt dieses Ding? Dieses komische Curse-Ding, irgendwas, wo man sich eine Karte aussuchen kann, die man dann 4-mal bekommt in der nächsten Hand. Und wenn die dann vielleicht durch Snake Eyes noch 0 gekostet hat oder so, dann hat man natürlich, wenn man dann 6 solche After Images oder so aktiv hat, dann spielt es natürlich keine Rolle mehr, dass er mehr Schaden rechnet, weil man bekommt man mit jeder Runde so viel Block, dass es sowieso egal ist, aber naja, schauen wir mal. Nehmen wir doch mal unseren guten alten Leg Sweep. Jetzt kommt er aber, wie schon gesagt, Eiscreme. Eiscreme ist natürlich nicht schlecht. Nicht zu sagen sehr gut. Ist es vielleicht jetzt für meine Sache overrated, weil wir haben schon Bullet Time, wir haben sowieso immer, also Ice Cream ist denke ich immer gut, aber es ist natürlich schon ein hoher Preis. Wir könnten stattdessen zum Beispiel nochmal so einen Strike loswerden oder das sinnlose Concentrate oder so. Aber na gut, um jetzt 100 auszugeben, nur um das bescheuerte Concentrate loszuwerden, das ist natürlich auch albern. Das ist natürlich hier auch eine gute Sache, weil wir haben doch noch einige Karten, die nicht upgegradet sind. Gut, für die würde es jetzt ja nichts machen, aber die ganzen normalen Defense wurden aufgewertet. Hat natürlich den Nachteil, also wenn man es erst ganz unten findet, dann ja, ich denke, ich mache mal das. Wir werden den nicht nehmen. Melee ist auch sehr gut. Ja, dann stehen wir nochmal vor der Frage, oder wollen wir 3 Forns nehmen? Ist jetzt auch nicht extrem viel.
möglicherweise haben wir nicht mehr so viele Kämpfer, also von daher lasse ich mal dieses Noxious Fumes mal weg. Und das Aufheilen beim Resten ist natürlich auch sehr gut. Upgrade verringert die... Also da wäre es wahrscheinlich fast besser, wenn es innate wäre und trotzdem noch 2 kosten würde, also Das hier ist auch extrem gut. Bleiben wir realistisch. Ja. Was hat er denn hier? Einfach nur 5 Block ohne alles. Und es kostet nichts. Also gegen den... Darf ich jetzt 84 ausgeben? Kommt noch ein Shop? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Ja, in den Fragezeichen kann noch mal einer sein. Aber es gibt wahrscheinlich sowieso nichts wirklich Sinnvolles, was man noch kaufen könnte. Also komm. Good Instinct. Besser als diese Sache. Und ja, dann upgraden wir halt diese Sache noch. Okay. Also das heißt, in der ersten Runde haben wir jetzt noch mehr Blocks wahrscheinlich gar nicht. Malabel, ja, was ist das für ein Ding? Nimm 3 Block. Also Malabel, ja. Reactive. Hier wäre jetzt das Melee sicherlich schon sehr schön in der ersten Runde. So schön, dass wir jetzt die anderen Sachen nicht spielen. Exhausted ja nicht. Nö, dann spielen wir das hier doch. Mal 3 Schaden. Keine Ahnung, was das Ding dann irgendwann mal macht, was sehr gefährlich höchstwahrscheinlich ist. Der Weg wird ja nicht schaden, aber das ist aufgeben. Das sieht doch mal recht gut aus. Für so einen. Keine Ahnung, halbe Liden oder sowas. Das ist alles Quatsch. Abgegradeter Sackerpan, nein, abgegradeter Deadly Poison wegen. Wir wollen es mal probieren.
irgendwas zum Kartenziehen? Nein. Haben wir nicht, dann können wir genauso gut auch Bullet Time spielen. Na gut, der ist sogar abgeleitet. Somit wird das ja auch ein Upgrade. Die haben keinen Artefakt-Status, das ist schon mal gut. 7 Poison und 7 Heat, also das ist mal. Ich würde mal sagen, wir versuchen erstmal einen runter zu hauen hier. Wir nehmen erstmal keinen Schaden und können 2 Karten draufheben, okay. Malaysian können wir einen, wenn wir wollten. Aber ich will lieber einen besiegen irgendwann mal. Das ist dann für den letzten, der dann übrig bleibt, mal gut. Jetzt haben wir natürlich noch keinen unserer Poison-Dinger gefunden, so wirklich. Genau, wie soll ich das? Dann muss ich nur beschweren, dann klappt. Zweiundzwanzig mal 3 sollte ausreichen. Fragezeichen. Keinen Schaden genommen. Discarden zwar nicht so oft Karten, aber hey, nehmen wir es mit. Irgendwann ist die zweite Bullet Time besser als noch mehr Gift. Deal 20 Damage. Bringt uns nichts. Kristalle oder irgend sowas. Shuffle 3 random skills into your draw pile at cost 0 risk. Ist halt die Frage, was die Einnahmen bringen, ja, aber. Was sagt das hier? Nehmen wir auf jeden Fall den hier mal mit. Aha. Deep Breath. Und wir nehmen halt dieses Kristall mal mit. Weil hier werden wir jetzt eh schon wieder sozusagen voll geheilt. Was macht das dann eigentlich hier? 5. Mhm.
Ja, jetzt ist das Upgraden wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Also wahrscheinlich eher bei den Dingern, die sich exhausten, macht es wahrscheinlich mehr Sinn. Wie eben zum Beispiel dieses Ding. Wenn wir es benutzen, soll es schon gut sein, okay. So, kein Elite. Wir waren schon gierig genug. Wir können keine Karten mehr ziehen, also können wir das spielen. Und ich habe keine Ahnung, was das Tentakel macht. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal irgendwie Schaden. Das sind dann immer zu oder wie war das? Keine Ahnung. Wir haben nicht genügend Energie, um alles zu spielen. Wir können jede Karte der Welt allerdings behalten. Ja, also das können wir jetzt trotzdem schon mal machen hier. Zack, zack, zack. Wie gesagt, gibt dann einfach immer so viel Gift. Das sollte doch klappen, Smokebomb. Da kommen wir nicht. Das ist alles Quatsch. Na gut, eine upgraded Bounding Class. Okay, weg. Katalysator, also die Sache, die wir eigentlich nicht unbedingt am Anfang schon brauchen. Und die anderen Sachen werden ja dann geupgradet durch die Sache. Ja, also upgraden ist jetzt wirklich nicht mehr so der Gorilla, sozusagen. Ja, was soll's. Ein echter geupgradeter Lex-Stream, falls wir ihn zeitig bekommen. Also erstmal überlegen. Er bekommt eine Stärke für jede Power, die wir spielen. Und heilt sich jede Runde 10 Lebensenergie. Hier haben wir schon mal zwei dieser Kultisten, die wir relativ schnell loswerden sollten. Wenn er dann seine Lebensenergie verloren hat, erwacht er in einer stärkeren Form, in der er, denke ich, keine Stärke mehr bekommt, wenn man Skills spielt. Wobei es wurde, denke ich, Powers spielt, es wurde allerdings geändert, dass er seinen Steigebuff nicht mehr verliert. Das war, denke ich, in der ersten Version irgendwie immer nur. Können wir mehr Karten ziehen? Nein. Können wir nicht. Also ja, wir könnten eine Karte ziehen. Das macht keinen Sinn. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Ich würde mal behaupten, mit diesem hier sind wir da schon ganz gut dabei. Wir versuchen jetzt mal den hier runter zu bringen und nehmen uns schon mal ein bisschen zusätzliche Energie mit. Wir haben theoretisch einmal einen Trank, den wir da benutzen könnten. Aber es muss dann halt schon eine kritische Sache sein, wo es dann auch Sinn macht. Okay. Bullet Time brauchen wir nicht. Das ist jetzt leider halt nicht geupgradet. Und ich habe natürlich vergessen, dass er jetzt seinen Steig erhöht. Okay.
Na gut, wir behalten uns mal dieses Bullet Time frei hier. Er ist nicht mehr gewiegt. Okay, das ist auf jeden Fall eine Bullet Time Runde hier. Lass noch ein bisschen Gift verteilen hier. Das sieht jetzt gefährlich aus, aber ich denke, so schlimm ist es dann doch nicht. Wir heben uns mal diese Sache auf. Ja, ein bisschen Schaden nimmt mal weiter. Kristallis Plus wäre sicherlich eine gute Sache. Die nehmen wir auch mal mit. Ein Melee wäre sehr schön gewesen. Können wir uns ja mal aufheben. Wenn wir irgendwann noch mal mehr Energie haben, macht es vielleicht auch noch mehr Sinn. Ich glaube, wir haben sogar null Kosten dazu bekommen. Das halten wir uns auf jeden Fall mal vor hier. Das heißt, man will jetzt sozusagen gar nicht mehr das After Image jetzt schon spielen, weil er dann diese Stärke sich behält. Ist es das wert, dass man das aufhebt oder stattdessen lieber sagen, okay, jetzt lieber nochmal den Bullet Time. Es war immer noch jede Menge Schaden, die wir nehmen, aber ich denke, es könnte sich rentiert haben. Hoffe ich mal. Okay,
weiß gar nicht mehr, was er jetzt für Debuffs und alles mögliche macht. Aber wir sind schon mal gut wieder an der Poison-Front vorbei. Void, irgendwas. Können wir uns auch mal aufheben, brauchen wir jetzt momentan nicht. Irgendwas mit Loose Energy. Das ist natürlich sehr schön. 3x3, ich denke, das halten wir gerade so aus. Also die minus 6 Steige sind ja doch gut. Aber wie dann gesagt, dieses Malaise. Definitiv mal eine Sache, die sich lohnt. Also alles drauf hier. Okay, verliert man einfach eine Energie, wenn man es zieht. Na gut. Also sollte man nicht. Achso, ätherisch, also es ist dann sowieso weg. Das war sowieso jetzt. Ah ja, am Ende hat er doch, kann man sagen, jetzt keine große Chance gehabt. Ich kann sogar Double Bullet Time spielen. Highscore, keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht so genau aus, was da wirklich Sinn macht, was da gut ist, wie auch immer. Boss ohne. Zwei Bosse ohne Schaden, ah, gut. Und die 99 Schaden werden bestimmt mit Gift gewesen sein. Was ist das? Okay. Wahrscheinlich, weil wir jetzt theoretisch mit diesen. Ah, das ist ja eigentlich schon ewig her, als wir das mal gemacht haben. Mit dem Silent haben wir es auf jeden Fall schon geschafft. Immerhin 9 Siege in Folge. Genau, dieser defekte. Also, habe ich nochmal einmal kurz reingeschaut. Und Ironclad ist auch nicht so wirklich meins. Also, Silent ist ja definitiv meine präferierte Sache soweit gewesen. Ja, mit den anderen Sachen kenne ich sowieso jetzt noch nicht aus. Na gut, auf jeden Fall einfach nur mal so ein kleiner, einfacher Run hier von Slay the Spire. Okay, also, das war's dann erstmal soweit. Bis dann.